Amen. Amen. Gib mal Gott einen Applaus. So schön. Nimm gerne Platz. So schön, ihn anzubeten. Seit dem Tag, als du ihn als Herrn eingeladen hast in dein Herzen, seitdem hält er dich in seiner Hand und ist dir ganz, ganz nahe. Ob du es fühlst oder nicht, ist relativ. Die Wahrheit ist, dass niemand, wirklich niemand, dich aus seiner Hand reißen kann. Das ist unser Vater. Und er ist begeistert über dich, er ist begeistert, dass du heute hier bist. Er freut sich, Stefan hat heute Input geteilt. Und Jesus freut sich, wenn wir zusammenkommen. Das muss man wirken lassen. Wir bereiten Jesus eine Freude, wenn wir zusammenkommen. So schön. Meine Predigt für heute heißt Herzenssache. Herzenssache. Und ich steige sofort in den ersten Vers mit einem Sprüche 4,23. Viele kennen den Vers. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Behüte. Behüte dein Herz. Wer kleine Kinder hat, der kennt das. Man geht auf den Spielplatz, 100, gefühlt 100 Kinder laufen rum und du hast immer dein Auge auf dein Kind. Du passt auf, wo das hinläuft und du achtest darauf, dass es bloß nicht so hochklettert. Ihr Frauen mehr oder ihr Mütter mehr wie die Väter, ja, unsere Väter, ja, das wird schon. Ihr seid da noch ein bisschen genauer. Man lässt auch nachts nicht einfach die Eingangstür weit offen, damit da einer reingeht. Nee, man schließt ab, man versucht einen Schutz zu schaffen, man versucht auch sein Eigentum zu behüten. So wie man die Kinder behütet, tut man sein Eigentum behüten. Viele andere Dinge, die uns wichtig sind im Leben, die setzen wir nicht einfach jemanden aus, sondern versuchen, ein Auge drauf zu werfen. Und hier sagt der weiseste Mensch, der gelebt hat, sagt, mehr als alles andere, also mehr als dein Kind, das du beobachtest, ob es so hochklettert, ob es womöglich in den Teich fallen kann oder so, also wo du richtig intensiv darauf achtest, dass da nichts passiert, mehr als das, behüte dein Herz. Warum? Die Antwort gibt er auch sofort. Denn von ihm geht das Leben aus. Wenn die Bibel sagt, wir sollen darauf achten, also auf unser Herz achten, dann besteht die Gefahr einfach, dass unser Herz sich verändern kann. Es besteht die Gefahr, dass wir unser Herz verlieren können. Es besteht die Gefahr, dass unser Herz vielleicht hart Gott gegenüber werden kann und vieles andere. Wenn die Bibel, und die Bibel spricht sehr viel von Herzen, meinst du ja niemals einfach nur die Pumpe, die hier ist. Wenn die Bibel vom Herzen redet, dann redet sie von deinem und von meinem Wesen. Dann redet sie, was mich ausmacht, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich Entscheidungen treffe, wo meine Ängste lagern. Also all das, was mich ausmacht, das bedeutet das Herz. Und gewiss, es ist ein Riesenunterschied, wie wir auf Menschen schauen oder das Herz beurteilen eines Menschen, ob es ein liebendes Herz ist, ein demütiges Herz ist, ein hartes Herz ist. Es ist ein Riesenunterschied, wie Gott uns sieht. Wir sehen das so schön, als der Prophet Samuel den Auftrag bekommt, den nächsten König nach Saul zu salben, dass er losgeht und so einen Auftrag bekommt von Gott, zu seiner Familie zu gehen. Und da werden die Söhne einer nach den anderen vorgeführt und Samuel denkt sich oft, oh, das wird er sein, das ist ein Großer, das ist ein Mann Israel. Und Gott sagt zu ihm, ihr Menschen, ihr schaut, was vor Augen ist. Ich schaue ins Herz. Und er hat den Jungen gesehen, der ein gutes Herz hatte, der auf der Weide war. Der hat anders geschaut wie Samuel. Und so sieht auch Gott ganz anders auf uns, denn er sieht bei uns ins Herz. Deswegen ist es so wichtig, unser Herz zu bewahren, darauf zu achten, dass es da in unserer Verantwortung, zum größten Teil in unserer Verantwortung liegt, dass wir unser Herz bewahren. Jesus hatte mal eine Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten. Die hatten ja immer wieder versucht, ihn irgendwie zu packen, einen Fehler zu finden. Und hier hatten die eine Auseinandersetzung wegen den
Essvorschriften. So, die Jünger haben das nicht so gemacht, wie sie es gewohnt waren, wie sie es nach Vorschriften hatten, den Becher sauber zu halten, die Fliege daraus zu sieben und was weiß ich, was da alles so war. Auf jeden Fall tun sie Jesus zur Rede stellen und sagen zu ihm, wie kann es sein, dass die Jünger sich nicht nach den Essvorschriften halten? Und Jesus, seine Antwort ist genial und die redet auch für uns jetzt für heute, Markus 7 ab dem 15. Vers. Nichts, was ein Mensch zu sich nimmt, kann ihn von Gott unrein machen, sondern das, was von ihm ausgeht. Danach ging Jesus in ein Haus und war mit seinen Jüngern allein. Hier baten sie ihn zu erklären, was er mit dieser Rede gemeint hatte. Selbst ihr habt es immer noch nicht begriffen, erwiderte Jesus. Wisst ihr denn nicht, dass alles, was ein Mensch zu sich nimmt, ihn von Gott nicht verunreinigen kann? Denn was ihr esst, geht nicht in euer Herz hinein. Es kommt in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein und er fügte noch hinzu, was aus dem Inneren des Menschen kommt, das lässt ihn unrein werden. Denn aus dem Inneren, aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken, wie sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, ausschweifendes Leben, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All diese Dinge kommen von innen heraus und machen die Menschen vor Gott unrein. Auch Jesus greift hier diesen Punkt auf. Er sagt, macht euch nicht so Kopf um die Essvorschriften. Achtet vielmehr auf euer Herzen. Denn was im Herzen ist, das, was aus dem Inneren kommt, das verunreinigt euch, oder nee? Auch Jesus macht hier deutlich, dass das Herz, dass wir auf das Herz achten sollen. Das Herz, das Wesen, verändert sich im Laufe der Zeit. Da kommen wir nicht drum rum. Ein Kind hat ein ganz anderes Wesen, ganz andere Herzenseinstellung wie ein Jugendlicher. Ein Jugendlicher denkt und fühlt und entscheidet ganz anders wie ein Erwachsener. Spätestens, wenn du verheiratet bist, musst du an deinem Herzen arbeiten, an deinem Wesen arbeiten, dass das zusammenpasst. Wenn wieder Kinder ins Spiel kommen, wenn man Eltern wird, dann verändert man sich auch. Vielleicht am meisten noch merkbar ist es, wenn man Oma und Opa wird. Und die Kinder dann gucken, wie die Mutter und der Vater mit ihren Enkelkindern umgehen und sagen, hey, so bist du mit mir aber nicht umgegangen. Dann wird das Herz richtig weich bei den Enkelkindern. Also allein die Zeit gibt uns eine Veränderung am Herzen. Oder das Alter, älter werden, gibt eine Veränderung am Herzen und an unserem Wesen. Verändert es. Auch die Bibel spricht von Wesens- oder Herzensveränderung. Denn unser Herz ist beeinflussbar. Bei König David zum Beispiel, so glorreich, als er erfährt, dass da ein Riese, der Goliath, herauskommt und über das Volk schimpft, viel schlimmer, über Gott schimpft, dann zeigt David hier sein Herz und sagt, wer ist dieser unbeschnittene Philister, dass er meinen Gott verspottet? Ich will ihn töten. Keiner hat es gewagt, sich gegen Goliath zu stellen, weil er so groß und so stark war. David, der noch kein König war, als er das gehört hat. Also hier merken wir sein Herz, oder? Hier merken wir sein Wesen. Er sagt, wie kann es sein, dass da vorne einer steht? Wie kann es sein, dass keiner ihn umbringen will? Wie kann es sein, dass alle es zulassen, dass er unseren Gott verhöhnt? Und er geht los, nimmt 5 Steine mit, seine Schleuder und tötet Goliath. Was für ein Mann. Wir sehen, auch nachher kommt er ja zu König Saul in den Palast und da führt er etliche Kämpfe an der Seite von König Saul und sehr erfolgreich. Er kämpft für sein Volk, er kämpft für seine Nation, er kämpft für die Leute, die seine Freunde, die da sind. Was für ein Herz. Er nimmt Verantwortung. Also ruht sich nicht einfach aus. Was für ein Herz. Wie edel verhält er sich danach, als König Saul eifersüchtig auf ihn wird und versucht ihn zu töten, weil er erfährt, dass er der nachfolgende König wird. Wie edel verhält sich der König David? Er hat mehrmals die Chance,
König Saul zu töten, hat vor sich, praktisch vor seiner Klinge, aber lässt ihn laufen und sagt, nein, das ist der Gesalbte des Herrn und wehe mir, ich fasse ihn an. Was für ein Herz, was für ein Wesen. Herrlich, oder? Aber dann lesen wir von einer Wesens- oder Herzensveränderung. Es steht geschrieben, dass zu einer Zeit, wo alle Könige in den Krieg ziehen. Zu einer Zeit, ich bleibe zu Hause, ich ruhe mich aus. Sollen andere kämpfen? Sollen andere kämpfen, ich bleibe zu Hause. Ich bin schließlich König, ich kann sie losschicken, ich bleibe zu Hause. Was ist passiert? Davor ein Junge, der steht und sagt, wer ist dieser unbeschnittene Philister? Eine Wesens-, eine Herzensveränderung geschieht bei David. Und er bleibt zu Hause. Und wir wissen, wozu es führt. David sitzt oder geht umher auf dem Palast, was soll er denn auch tun, wenn er nicht kämpft? Geht umher und sieht eine Frau, die badet, die sehr hübsch war. Und er geht ihr nach oder lässt sie einladen und begeht mit ihr Ehebruch. Viel schlimmer tut er auch noch ihren Mann töten. Also eine komplette Wesensveränderung. Ganz andere Herz oder Wesenzüge, die wir bei David sehen. Schaut, wie konnte es passieren? Oder wann ist es passiert, dass er verändert worden ist? Ich glaube, es ist passiert, dass er gesagt hat, geht ihr mal kämpfen, ich ruhe mich aus. Herr, das Begehren von hübschen Frauen hatte er als Mann auch davor, aber er hat dagegen angekämpft. Das Begehren als Mann nach hübschen Frauen hat er davor gehabt. Und er wusste das und hat sein Herz geschützt. Aber in dem Moment, als er seine Hände nach unten hängen ließ, ausruhen wollte, erlebt er diese Wesensveränderung und tappt voll in die Sünde. Er lässt sein Herz oder sein Wesen, sein Verlangen über sich regieren. Nicht andersrum. Nicht er kontrolliert sein Verlangen und sein Herz, sondern sein Herz und sein Wesen hat auf einmal ihn angefangen zu kontrollieren. Also das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Zum Beispiel auch bei Galater im Neuen Testament, Apostel Paulus schreibt sie an und ermahnt sie und schimpft mit ihnen und sagt, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? Wer hat euch so verändert? Ich habe euch ganz anders verlassen. Ihr habt voll im Geist angefangen und jetzt lauft ihr wieder Werken hinterher und versucht durch Werke gerecht zu werden vor Gott. Was passiert da? Eine Herzensveränderung, eine Wesensveränderung, die fatal ist. Wo Apostel Paulus mit denen richtig schimpfen muss, damit er sie wieder zurückbringt. Also es gibt diesen Einfluss. Es gibt diesen Einfluss auf uns, dass unser Herz verändert werden kann. Und ich werde jetzt heute von 4 Beeinflussungen sprechen, die so stark auf unser Herz Einfluss nehmen und die wir kennen müssen. Erste Beeinflussung, die so stark auf unser Wesen, auf unser Herz ist, ist dein Umfeld. Dein Umfeld tut dich beeinflussen. Markus 8, 14 bis zum 17. Vers. Seine Jünger hatten vergessen, genügend Brot mitzunehmen, so dass sie nur ein einziges bei sich im Boot hatten. Jesus warnte sie, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem von Herodes. Die Jünger überlegten, was er wohl damit meinte. Da sagte er, bestimmt, weil wir das Brot vergessen haben. Jesus merkt, worüber sie sprachen und fragte, weshalb macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr nicht genug Brot habt? Begreift ihr denn immer noch nicht? Versteht ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so hart und unempfindlich? Sie sprechen hier von Unvertrauen, sie sprechen hier von Jesus ist normal, wir haben ja nicht den Gottes Sohn mit uns, sie haben ein paar Stunden oder ein paar Tage vorher haben die erlebt, wie er 5000 Leute satt gemacht hat. Und auf einmal machen die sich Sorgen, weil sie nur ein Brot hatten. Was Jesus hier meinte, ist eigentlich, er sagte, hey, hütet euch, ihr seid einem Einfluss ausgesetzt, den Einfluss von dem Pharisäer und dem Einfluss von Herodes. Hütet euch davor. Und er gebraucht hier das Wort Sauerteig. Vielleicht kannst du damit nicht viel anfangen, aber Sauerteig, habe ich mir sagen lassen,
tut man irgendwie in ein Gefäß behalten und dann, wenn man mehr davon haben will, tut man den Sauerteig selber irgendwie füttern, indem man immer Mehl nachgibt und der wird immer mehr und immer mehr. Oder man nimmt ein Stück Sauerteig, also liebe Frauen, berichtigt mich, wenn das falsch ist. Oder man nimmt einfach ein Stück Sauerteig und legt das in einen normalen Teig hinein und das durchsäuert den ganzen Teig. Also das geht ein und es wird alles zum Sauerteig. Das gebraucht Jesus hier, dass er sagt, hütet euch von dem Herodes und hütet euch von den Pharisäern. Der Einfluss ist das Umfeld. Das Umfeld beeinflusst euch. Paulus, auch Petrus, ergreift das in den Briefen ganz oft, dass er sagt, unter euch sind Männer oder haben sich Männer eingeschlichen, die euch durcheinander bringen. Männer haben sich eingeschlichen, die Lügen verbreiten, die wieder versuchen, das Gesetz hochhalten und nicht die Gnade, so wie bei den Galater zum Beispiel. Er sagt, schmeiß die raus. Also, was ich sagen will, auch die Bibel redet davon und sagt, du hast die Verantwortung über dein Umfeld. Zum Teil kannst du es kontrollieren, zum Teil nicht. Doch musst du wissen, dass das Umfeld auf dich abfärbt. Und deswegen ist es nur gut, sich mehr unter Menschen zu treffen, die Jesus lieben. Besser als Menschen, die nichts von Jesus wollen. Ist logisch, oder? Ich lasse mich lieber von Menschen, die Jesus lieben, abfärben, als von der anderen Seite. Von König Salomo, der sehr, sehr weise war und sehr, sehr reich, begann ein dummer Fehler. 1. Könige 11, 3. Vers. Und er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen verleiteten sein Herz. Sie veränderten sein Wesen, sagt die Bibel. Männer, das hätten wir Ihnen auch sagen können, oder? Eine Frau reicht schon, dich zu beeinflussen. Er nimmt so viele. Scherz. Die Männer beeinflussen die Frauen auch. Aber der hat so viele Frauen gehabt und die Bibel ist da ganz klar, die sagt, die verdrehten ihn, die führten ihn sogar zum Götzendienst, also sie veränderten sein Wesen. Er hat es in der Hand gehabt, oder? Wie viele Frauen er haben kann und welche er heiraten durfte oder sollte oder wollte. Aber er lebte diesen Trieb aus und hatte so viele Frauen und sie verleiteten sein Herz zum Götzendienst. Zweite Beeinflussung auf unser Herz ist du selbst. Beeinfluss von dir selbst. Wichtig ist zu verstehen, wir sind unserem Herzen, unserem Wesen nicht ausgeliefert. Nicht unser Herz, unser Wesen soll die Kontrolle haben, sondern die Wahrheit soll die Kontrolle haben. Was meine ich damit? Zum Beispiel, wenn mich einer richtig wütend macht, will mein Herz, mein Wesen ihm vielleicht zurückhauen. Alles schreit in mir, dass ich zurückhaue, dass ich jetzt zurückgebe, dass ich nicht einstecke. Und Jesus sagt zum Beispiel, eine Wahrheit, halt die andere Wange hin. Wenn ich hier eine haut, halt die andere Wange hin. Also, hier kannst du die Wahrheit in dir hervorrufen und nicht nach dem Herzen handeln oder nach deinem Gefühl oder nach deinem Wesen handeln, sondern kannst nach der Wahrheit handeln. Das heißt, dass nicht mehr das Gefühl und dein Herz dich kontrolliert, sondern die Wahrheit kontrolliert. Ganz oft ist es auch ratsam zu schweigen. Ich weiß, Frauen schimpfen oft darüber, dass Männer viel schweigen, aber vielleicht ist es manchmal weise. Wenn der Mann richtig sauer ist und was sagen will, ist es manchmal gut, dass er einfach nur schweigt. Besser als böse Worte loszuwerden. Also es ist gut, sich dem Einfluss der Wahrheit auszusetzen. Das heißt, selber zu kontrollieren, was man tut und was nicht. Epheserbriefschreiber 5 sagt ab dem 15. Vers, achtet also genau darauf, wie ihr lebt, nicht wie Unwissende. Also habt euer Leben vor Augen, kontrolliert es, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit, so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Ermutigt einander durch Psalme, Lobgesänge und Lieder.
wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dank Gott dem Vater zu jeder Zeit und für alles. Du selber kannst dich beeinflussen. Du selber kannst dich beeinflussen. Entscheidend ist, was du möchtest. Und es ist gut, dass wir das Wort Gottes vor Augen haben. Es ist gut, dass wir danach gehen können, dass wir diese Wahrheiten haben. Und es ist gut, manchmal sein eigenes Gefühl zu verleugnen oder sein eigenes Recht, was man so fühlt, zu verleugnen und sich der Wahrheit zu unterordnen. Helfen kann dir, auch um dich zu beeinflussen, nicht nur geistliche Dinge, obwohl ich das auch ein bisschen geistlich sehe, Sport, Verantwortung übernehmen, andere Dinge. Also jeder hat so auch so dieses, ja, ich bin zu gern faul, ich will jetzt nicht los. Man kann sich daraus beeinflussen. Man kann sagen, ich gehe raus. Oder es ist totale Wesensveränderung, wenn man Verantwortung übernimmt. Es ist so schön zu sehen hier in der Gemeinde, Menschen, die dann Verantwortung übernehmen für andere, die nicht sich fragen, wie ich mich gerade fühle oder nicht fühle, sondern denen ist bewusst, dass sie Verantwortung übernehmen müssen und sie übernehmen es und sie erfahren diese Wesensveränderung auf ihrem Weg dahin. Du selber kannst dich beeinflussen. Drittens, beeinflusst vom oder von dem Teufel. Auch da ist die Bibel ganz klar, wir sind dem Einfluss ausgesetzt vom Teufel. Eigentlich hat er gar keine Macht mehr über uns. Jesus hat ihn besiegt. Der Teufel ist eigentlich machtlos. Aber er kommt mit seinen Tricks, man nennt es Sünde, spielt uns das zu und dann bewegen wir uns in seinem Machtbereich, wenn wir die Sünde ausleben. Dann kontrolliert er uns. Dann hat er unser Wesen gefangen. Wir lesen in 1. Johannes 3, 7 bis 8 Vers. Liebe Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer handelt, wie es dem Willen Gottes entspricht, ist gerecht, wie Christus gerecht ist. Aber wenn Menschen sündigen, zeigt das, dass sie zum Machtbereich des Teufels gehören, der von Anfang an gesündigt hat. Doch der Sohn Gottes kam, um die Taten des Teufels zu vernichten. Hier wird vom Machtbereich des Teufels geredet. Und so, wenn wir, er kommt mit seinen kleinen Sünden, spielt sie uns zu. Und wenn wir uns da hineinbewegen, wenn wir anfangen, unsere Sünden schön zu reden, wenn wir anfangen, unsere Sünden zu entschuldigen, dann befinden wir uns in einem Machtbereich, der uns nicht gut tut, der unserem Wesen und unserem Herzen nicht gut tut. Judas hat das ganz stark erlebt oder böse erfahren. Von Judas lesen wir in Johannes 13, 2, und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simon, Sohn des Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Der Teufel gab Judas etwas ins Herz. Wie ist es geschehen? Es ist nicht von Anfang an sofort geschehen, dass der Judas unter Kontrolle vom Teufel stand oder etwas ins Herz gelegt worden ist. Wir lesen davor, als die Frau, die Geschichte haben wir schon öfter gehört, etwas Kostbares nimmt und über Jesu Füße auskippt, kostbares Öl. Dann spricht Judas zu Jesus und sagt, so eine Verschwendung. Wir hätten das verkaufen können, das Geld den Armen geben. Es ist so kostbar, das könnten wir den Armen geben, so eine Verschwendung. Und es steht geschrieben, Judas sagte aber es nicht um der Armen willen, sondern weil er hin und wieder Geld von der Kasse geklaut hat. Judas hatte ein Problem mit Geld. Und immer wieder nahm er ein bisschen raus. Und diese kleine Sünde, die er angefangen hat zu entschuldigen wahrscheinlich, führte ihn zu einer Riesensünde, dass er den Sohn Gottes verriet, dass er Jesus, seinen Meister, verraten hat. Ich glaube nicht, dass Judas dachte, Jesus wird wirklich getötet. Er hat gesehen, wie Jesus das Meer, also das Wasser gestillt hat, den Sturm gestillt hat. Er hat gesehen, wie Jesus auf Wasser gelaufen ist. Er hat gesehen, als man Jesus steinigen wollte, das durch die Menge durchgegangen ist. Judas dachte, er nimmt diese 30 Silberstücke und verrät Jesus, aber Jesus wird sich schon selber helfen. So hat ihm der Teufel das eingeredet, mit Sicherheit. Warum denke ich so? Weil als er mitbekommt, dass Jesus sich nicht befreit, dass er sich abführen lässt wie ein Lamm,
dann begeht er Selbstmord, weil er das nicht mehr ertragen kann. Er hat mit Sicherheit gedacht, Jesus befreit sich schon. Jesus tat es aber nicht. Wer hat ihn bewegt? Der Teufel, sagt die Bibel. Durch kleine Sünden wird unser Wesen, unser Herz verändert. Wenn wir es zulassen, dass wir kleine Sünden in unser Leben leben, die entschuldigen, die verharmlosen, führt es zu einer großen Sünde. Letztendlich zu einer Veränderung am Herzen, was ganz böse oder was ganz schlecht für uns ist. Viertens, und der schönste Punkt, beeinflusst von Gott. Das Umfeld beeinflusst uns. Wir selber können uns beeinflussen. Ja, der Teufel kann uns beeinflussen. Aber auch Gott kann und will uns beeinflussen. Ich weiß, bei meiner Bekehrung habe ich eine unglaubliche Wesensveränderung erlebt. Eine unglaubliche Herzensveränderung erlebt. Davor, also ich kann wirklich sagen, dass mein Herz aus Stein war. Ich weiß noch, ich habe Filme zum Beispiel geguckt und das hat mich nichts bewegt. Ich konnte kein Mitleid empfinden, ich konnte da nicht groß mitweinen oder so. Also das war für mich alles so gleichgültig. Also ich war selbst mein Gott, ich war selbst mein Herr und ich hatte so kein Herz für andere. Ja, noch nicht mal ein Herz für mich. Wer meine Story kennt, weiß, dass ich da Schwierigkeiten hatte mit Angstzuständen und so weiter. Aber als Jesus in mein Leben kam, dann geschah etwas. Meine erste Begegnung mit Jesus war sehr tränenreich. Mein Herz wurde weich und ich habe geweint und geweint und geweint und geweint. Mein Wesen wurde komplett in dem Moment verändert. Und wie ist es geschehen? Bei Gott müssen wir wissen, die anderen Sachen geschehen oft gewalttätig. Die anderen Einflüsse, bei Gott nicht. Gott kommt nicht und verändert dich einfach. Gott kommt nur, wenn du ihn einlädst, wenn du dich ihm zuwendest. Es ist so schön zu sehen bei dem verlorenen Sohn. Als der verlorene Sohn sagt, gib mir mein Erbe, ich will mein Leben selber leben, da widerspricht der Vater ihm nicht. Er gibt ihm das Geld und der verlorene Sohn zieht los und macht sein Ding. Aber als der verlorene Sohn sich ihm wieder zuwendet, nur zuwendet und zum Vater zurückgeht, dann läuft der Vater ihm entgegen und überhäuft ihn mit Küsse und nimmt ihn wieder an. Und gibt ihm neue Kleider und neuen Ring und macht eine Feier. Nimmt ihn wieder an als seinen Sohn. Er wollte ihn nicht als Knecht haben. Er wollte ihn wieder zurückhaben als seinen Sohn. Und so ist Gott. Wir lesen zum Beispiel in Hesekiel 36, den 26. Vers. Das spricht auf unsere Zeit zu. Und Gott sagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Gott will unser Wesen verändern. Bei meiner Bekehrung bin ich nicht bei der Vollkommenheit angelangt. Mit Gott jetzt unterwegs, darf ich Gott immer wieder einladen in mein Leben, dass er mein Wesen weiterhin immer mehr verändert, dass ich Jesus immer ähnlicher werde. Ja, es liegt meiner Verantwortung, selber an mir zu arbeiten, aber den größten Teil hat Gott, wenn wir ihn einladen natürlich. Denn Gott kommt niemals mit Gewalt. Und wie können wir das praktisch umsetzen, dass wir Gott einladen? Und ich glaube oder bin sehr stark davon überzeugt, am effektivsten und am schnellsten erfährst du eine Veränderung an deinem Wesen, an deinem Herzen in der Stille. In der Stille vor Gott. Nicht im Tun, nicht im Machen, sondern in der Stille. Als Jesus auf die Erde kam, dann erzählt er von Gott oder berichtet von ihm immer wieder als Gott, der Vater. Was wollte er? Was wollte er damit bewirken? Er wollte, dass die Menschen einen anderen Blick bekommen auf Gott. Er wollte, dass sie zulassen, dass ihr Herz verändert wird. Er sagt, sorgt euch um nichts. Der Vater ist mit euch. Er kümmert sich um die Vögel, er kümmert sich sogar um das Gras, er kümmert sich um alles. Wie viel mehr wird er sich um dich kümmern? Hey, er ist dein Vater. Was tut das mit dir, wenn du das hörst? Was tat es mit dem Volk? Ich glaube, in dem Moment wird das Herz weich. In dem Moment erfährst du etwas an dir selber. Da ist Gott, er ist mein Vater.
Er ist mein Vater. Und Jesus sagte, was ganz interessant ist, als er über die Schriftgelehrten geschimpft hat, wie so oft, wir lesen da hinein, Matthäus 6. Und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Sie beten gerne öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Ich versichere euch, diese Leute haben ihr Lohn schon erhalten. Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Ich glaube nicht, dass Jesus hier primär wirklich ein Zimmer meint, dass du aufhören sollst, öffentlich zu beten. Weil Jesus betet nachher auch öffentlich. Es ist jetzt nicht ein Verbot auf das öffentliche Gebet. Was Jesus hier anspricht, ist vom Herzen, vom Wesen. Hier ist eine Gruppe, die stellt sich hin und betet und ihr Wesen ist falsch, ihr Herz ist falsch. Sie wollen den Lob von den Menschen. Was Jesus sagt, er sagt, achte auf dein Herz. Da ist dein Zimmer mit Gott. Da ist die Stille mit Gott. Und das kannst du überall mittragen. Aber schließ es ab, lass da keinen rein. Du und Gott. Du und Gott. Und das Zimmer kannst du überall mitnehmen. Sei es im Geschäft, auf dem Arbeitsplatz, ja sogar hier in der Kirche, egal wo du bist. Das Zimmer trägst du mit. Das ist die größte Wesensveränderung. Das ist die größte Herzensveränderung. Wenn du dieses Bewusstsein hast, du bist immer mit Gott zusammen. Er ist mit dir. Und dieser Gott, dieser Vater, er kennt die verborgensten Sachen in deinem Herzen, die dich vielleicht zum Schlechten verführen. Und du verstehst es gar nicht, warum du so tickst, wie du tickst. Aber wenn du mit ihm Gemeinschaft hast, wenn du ihn wirklich von ganzem Herzen einlädst und ihn als Herrn akzeptierst in deinem Herzen, dann geht er in die Tiefe und er verändert. Und du wirst merken, wie Sünden überhaupt keine Kraft haben für dich, also an dir. Sie verlieren Kraft, weil du mit ihm zusammen bist und weil er etwas in dir wegräumt. Süchte verschwinden. Jeder Süchtige ist auf der Suche nach etwas. Und das kannst du nur finden, wenn du mit dem Vater zusammen bist. Und er in diesen Wurzel hineingeht, in deinen tiefsten Inneren. Und du wirst merken, wie Süchte verschwinden. Es ist die Gemeinschaft, die unser Wesen und unser Herz komplett verändert. Schaut, die ersten drei Punkte sind gute Punkte und die Welt hat sie auch schon erkannt. Auch weltliche Menschen setzen sich nicht einfach schlechten Einfluss aus. Geschäftsleute setzen sich nicht mit Dummköpfen zusammen. Die sagen, dass die beeinflussen mich. Ich setze mich mit anderen Geschäftsleuten zusammen, damit ich so denke, so ticke wie die. Erfolgreiche Menschen sagen, ich kontrolliere mich selber. Nicht das Essen, mein Umfeld kontrolliert mich. Ich bestimme, ich kämpfe, ich stehe morgens auf, ich lese Bücher und so. Das sind alles gute Dinge. Nur die zwei Sachen wissen sie nicht, dass der Teufel sie noch angreifen kann. Und sie wissen nicht und kommen nicht in diesen Genuss, in dem wir leben, dass Gott Einfluss auf uns hat. Gott hat Einfluss auf unser Herz. Und er wünscht sich so sehr, dass wir ihn einladen. Und das Gute ist, er kennt dich. Er verurteilt dich überhaupt nicht. Er schaut in dein Herz und will Reinheit und Heiligkeit hineinbringen. Wie toll ist das denn? Lass uns aufstehen. Lass uns das gleich praktisch machen, dass wir ihn einladen. Dass wir sagen, Jesus, ja, viel liegt in meiner Verantwortung. Aber dass wir ihn einladen, dass er noch tiefer geht, was wir gar nicht kennen und nicht wissen, was in uns ist. Warum diese Sünden, die wir tun, warum die so aktuell in uns sind, warum uns etwas treibt, warum Süchte da sind. Lad ihn ein, dass er da hineinkommt, tief in die Wurzeln, da rausreißt. Und das will ich gemeinsam mit euch tun. Vater, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, dass du nicht verurteilst. Ich danke dir, Herr, dass du viel weiter gucken kannst, wie wir gucken können. Du schaust tief ins Herz. Und dazu laden wir dich heute ein, dass du unser Herz nimmst und dass du tief hineingehst. Und da, wo Wurzeln der Sünde in uns sind, dass du sie herausreißt. Wo Süchte sind, Herr, raus, heraus. Wo Sünden, die wir leben, sind, bitte befreie uns davon. Hilf uns, in den Genuss zu kommen, Gemeinschaft mit dir zu haben,
belohnt von dir zu werden, entlohnt von dir zu werden, weil wir diese Gemeinschaft suchen. Und so bete ich, dass wir als Gemeinde, ja, jeder persönlich versteht, wie wichtig es ist, Gemeinschaft mit dir zu haben. Denn das ist der wahre Schutz für das Herz. Ich bitte dich, hilf uns, diesen Weg einzuschlagen, dass wir verstehen, dass wir unser Herz bewahren und behüten müssen. Hilf uns, in den nächsten Tagen einfach Offenbarung für Offenbarung zu bekommen, welche Wege oder welche Entscheidungen wir treffen sollen, persönlich jeder für sich, damit dieser Schutz da ist. Ich bitte dich in Jesu Namen.